Da ist der Begovic noch. Ja, warum meinst du? Eine blöde Frage. Weil du jetzt zu dem Gefängnis rauskommst. Und wie soll ich da rauskommen? Es ist so dunkel in deiner Zelle. Ich sehe dich gar nicht. Ist es hoch bis da oben? Ja, etwa 2 Meter. Oder ein bisschen mehr. Also komm, kletter mal da oben. Das geht nicht. Ich habe es schon probiert. Warum nicht? Ich bin da außen gut raufgekommen. Da innen ist die Mauer ganz glatt. Ich kann mich nie heben. Hat es denn nichts, wo du draufstehen kannst? Nein. Das heisst... Da hat es einen Kübel. Warte. Ja. Psst, was machst du? Bist doch still. Ruhe! Oder die Zeit will sich bei uns, Sophie. Kannst du überhaupt froh sein, dass du ein Dach über dem Kopf hast? Ich will nicht mehr hören. So, komm, probier noch mal. Aber mach keine Blödsinn mehr. Stand auf den Kübel und streck die Hände auf. Es nützt nichts. Die Mauer ist immer noch zu hoch. Das ist ein Mist. Pass jetzt auf. Ich strecke mein Bein durchs Gitter zu dir ab. Ja. So. Jetzt heb dich dran. Ja. Fest. Oh. Los. Hoi. Wer bist du eigentlich? Und warum hilfst du mir, rauszukommen? Willst du raus oder willst du nicht raus? Ja. Also komm mal zuerst du das Gitter, schwätzen können wir nachher noch lang. Das Gitter ist viel zu eng. Da komme ich nie durch. Wenn du nicht probierst, kommst du natürlich nie durch. Dann bleibst du im Gefängnis, bis der Begovic dich wieder einmal rauslässt. Es geht nicht. Ich bin einfach zu dick. So, natürlich nicht. Du musst zuerst mit dem linken Arm. Jetzt mit dem Kopf. Siehst du? Und jetzt mit den Schultern. Ausschnaufen. Gut, so komm, drück nur ein bisschen. Es geht ja prima. Los, der Begovic. Er kommt. Ja, jetzt ist alles aus. Blödsinn. Pressier, zieh den Bauch los. Gut, und jetzt weg wie der Teufel. So, du Bengel. Was ist denn da los? Was machst denn du da oben am Fenster? Mach, dass du fortkommst. Das mache ich gerade, zusammen mit dem Branko. Damit sie es nur wissen, ich bin die Rote Zora. Was, die Rote Zora? Dann gehörst du zu dieser Bande? Ich gehöre nicht zu dieser Bande, sondern ich bin der Chef von denen. Und jetzt habe ich den Branko befreit, ist das klar? Auf Wiedersehen! Halt! Helfen Sie! Die Rote Zora hat den Branko Babitsch entführt! Halt! Da sind wir sicher. Da findet uns niemand. Das ist die Altburg von Sini. Ich bin noch nie da oben. Gefällt es dir? Ich weiss nicht. Die Aussicht ist höllisch. Dort die Stadt und dort das Meer, so weit man schauen kann. Aber ist es nicht verboten, auf die Burg zu gehen? In der Stadt habe ich gehört, es sind Schampan gefährlich und es hat Gespenster da oben. Ja, eben, siehst du. Darum sind wir hier so also sicher. Keiner hat den Mut, hier raufzukommen. Und gefährlich. Es ist schon gefährlich, wenn man sich nicht auskennt. Es sind schon ein paar Mauern zusammengekehrt. Aber Gespenster hat es ausser uns keine. Aber warum wohnen denn hier oben, wenn es doch verboten ist? Kommst du dann nicht raus? Wo sollen wir denn sonst hin? In der Stadt wollen sie uns ja doch nicht. Wenn uns der Begovic verwünscht, dann geht es jedem von uns genau gleich wie dir. Am Anfang haben wir uns noch in der Stadt versteckt, in Gärten und verlassenen Häusern. Aber die Leute haben es gleich gemerkt und haben Hunde auf uns gehetzt. Einmal hat einer sogar mit einem Jagdgewehr auf uns geschossen. Da sind wir halt hingezogen und jetzt haben wir unsere Ruhe. Warum hast du mich eigentlich aus dem Gefängnis befreit? Weiss nicht. Ich möchte es aber trotzdem wissen. Ich kann es wirklich nicht sagen. Du hast mich ja vorher gar nicht gekannt. Ich habe gesehen, dass du Hunger hast. Ich war auch auf dem Meer und habe zugeschaut, wo du den Fisch vom Boden aufgelesen hast. Dann hat dich der reiche Karaman plötzlich gepackt und ganz laut die Polizei gerufen. Ich bin aber wirklich kein Dieb. Ich habe nicht gestohlen. Der Fisch ist am Boden gelegen und ich habe ihn aufgelesen. Aber nicht gestohlen. Ja, aber dann ist der Dorfpolizist, der Begovic, gekommen und hat dich abgeführt. Ich komme trotzdem noch nicht richtig daraus, warum du das für mich gemacht hast. Komm, man soll über so Sachen nicht zu lange nachdenken.
Ich mache immer das, was ich muss. Still! Ah, das sind die anderen. Hallo zusammen. Hallo Zora. Ich habe hier noch jemanden aus der Stadt mitgebracht. Branko Keister. Branko Babic. Und der Begovic und der Bürgermeister suchen ihn. Das heisst, dass er etwas angestellt hat. Ihr wisst ja schon alles. Kunststück, wenn die ganze Stadt davor redet. Gut, aber da ist noch etwas. Ich habe den Branko aus dem Gefängnis befreit. Der reiche Karaman hat ihn verhaftet, weil er einen Fisch gestohlen hat. Dabei hat er ihn nur vom Boden aufgelesen. Ich habe einfach Hunger gehabt. Es war nur ein kleiner Fisch. Komm, wir kennen den Karaman und den Begovic. Das ist typisch. Die ganze Geschichte ist ja gut und recht. Aber was soll jetzt mit dem geschehen? Blöde Frage. Wir nehmen den Branko in unsere Bande auf. Tick, dann sind wir ja schon fünf. Fünf aus Kucken sind besser und stärker als vier aus Kucken. Was meinst du, Pavli? Ich habe nichts dagegen. Einer, der den Bürgermeister und den Begovic sucht, der passt zu uns. So einen können wir gut brauchen. Duro, was meinst du? Ich bin gegen jeden Neuen. Komm, Duro, bist kein Spielverderber. Wir sind alle dafür. Ich bin trotzdem dagegen. Der Nicola hat das mal auch beweisen, dass er zu uns passt. Also, ich schlage vor, der Branko soll das Messerspiel machen, wie ich. Dann hat der Duro nichts mehr zu reklamieren. Also, Pavle, hast du dein Messer? Klar, das habe ich immer wie immer. Wer macht Schiedsrichter? Der Nicola. Also, Branko, schau, wir nehmen das Messer. So, hä? Darf ich mein eigenes Messer nehmen? Das habe ich im Griff. Mit dem kann ich alles. Klar, zeig mal dein Messer. Das ist ja ein Fischermesser. Das braucht man zum Netz aufschneiden, Fisch ausnehmen und so, gell? Genau. Das habe ich zum Geburtstag von einem alten Fischer geschenkt bekommen. Vom Vater Gorian. So, fange jetzt endlich an. Mir wird es langweilig. Nur nicht jufeln. Komm, Branko. Wir nehmen das Messer zwischen den Zehen. Steht aufrecht an. Verstehst du? Die Fersen zusammen und die Fußspitzen auseinander. Dann das Messer fallen lassen. Und jetzt muss es zwischen den Fersen und beiden Fußspitzen stecken. Pass auf, das geht ja schon. Guck. Oh. So. Und jetzt du. Ich probier's mal. Oh je, fast. Das Messer hat nicht gesteckt. In dem Fall können wir den Branko nicht in unsere Bande aufnehmen. Duro, erstens bist du nicht Schiedsrichter und zweitens kann man dreimal probieren. Das haben wir immer so gemacht. Stimmt's, Zora? Genau, der Branko hat noch zwei Versuche. Ach, komm, das bringst du doch an. Ich muss das erste Mal auch ein bisschen üben. Hey, jetzt geht's sicher. Seht da, ich glaube auch. Bravo, Branko! Jetzt gehörst du unsere Bande zu den Nusskoken. Jetzt kann's losgehen, du. Jetzt haben wir ja Verstärkung. Was meinst du, Pavli? Es war nicht schlecht für den Anfang. Ich zeig dir dann noch, wie man es am besten macht. Es ist eigentlich nicht schwer. Du musst einfach ein bisschen üben. Was ist, Branko? Freust du dich, dass du jetzt zu uns gehörst? Schampar! Ich weiss sowieso nicht, wohin gehen. In den Staatsdruck kann ich auch nicht mehr. Und es gefällt mir bei euch. Aber sag mal, ihr redet immer von Auskoken. Was ist das eigentlich? Was? Du weisst nicht, was Auskoken sind? Aber du bist doch von Seen. Das schon. Aber von Auskoken habe ich noch nie etwas gehört. Branko, das musst du merken. Die Auskoken sind die berühmtesten Ritter, Kapitän und Seefahrer von der ganzen Adria gewesen. Und die grössten Helden von ganz Kroatien, über Jahrhunderte. Die Auskoken haben doch die Mauern um seine gebaut, die Venezianer besiegt und die Türken. Sie sind gegen die Ungarn ins Feld gezogen und gegen das Deutsche Reich. Und unter den Auskoken war ein junges Fräulein. Das ist mit den Manajali Schlachten gezogen und war genau so tapfer wie die Männer. Man sagt sogar, sie seien noch tapferer gewesen. Und die Burg da, haben die Autos Koken gebaut? Klar. Und wir sind jetzt Nachfahren von denen. Auch wir leben auf dieser Burg und sind genau so tapfer wie die aus Koken. Ja, und übrigens, wir haben auch langsam Hunger, genauso wie die Alten aus Koken. Jedenfalls mir geht es so. Und weisst, wenn der Pavre Hunger hat, dann wird er immer ein bisschen hässig. Aber da haben wir uns schon dran gewöhnt. Mir geht es ähnlich. Branko, hast du heute schon etwas gegessen? Fast. Gerade wo wir durchs Gitter sind, hat der Begovic wahrscheinlich das Essen gebracht. Hast du gesagt, essen? Da habe ich lieber Hunger und bin dafür im Freien aus Kulk. Ich auch, aber Hunger habe ich trotzdem. Das ist auch gut so. Der Chefkoch hat nämlich für so eine Anlässe vorgesorgt. Er hat sogar ein Spezialfestmenü parat. Oh, jetzt blüfft er wieder. Wahrscheinlich hat ihm der Beck Kukulic wieder mal ein paar alte Brot geschenkt. Ja, kannst du denken, ein Hühnchen gibt es. So ein Feins haben die noch gar nie gesehen. Was? Ein Huhn? Ein richtiges Huhn? Ja. Pavle, stimmt das? Natürlich, aber leider nur eins. Ich hätte lieber gerade zwei oder mehr mitgenommen. Begreif doch endlich, dass das nie gelangt hat. Der Alte hat uns gehört. Er ist mit dem Boot gelandet, wo wir noch im Hühnerstall waren. Ja, vom Boot zum Stall sind es kaum 50 Meter. Der hat uns sicher verwutscht. Wenn die dumme Geiss nicht so gemeckert hätte, dann hätte er nie etwas gemerkt. Ganz sicher nicht. Der hat mit seinen Netz genug zu tun gehabt. Du, wie ist das genau? Habt ihr das Huhn bei einem alten Fischer gestohlen? Was ist? Hast du etwas zu melden? Wer redet denn da von Stählen?
ausgelehnt haben wir es, verstehst du? Kaum hat uns das Hühnli gesehen, hat sich schon in uns verliebt. Es hat einfach mitkommen. Und wir haben doch so ein gutes Herz. Da haben wir es halt mitgenommen. Schon recht. Aber sag mal, wo wohnt der Fischer? Da unten am Felsen. Und er hat einen Geist. Du gehst mir auf die Nerven mit deinen Fragen. Klemm ab. Das ist der alte Gorian. Am alten Gorian haben ihr das Huhn gestohlen. Ja, habt ihr überhaupt eine Ahnung, was ihr angerichtet habt? Seit wann schreit sich die Auskoken eigentlich an? Schöne Auskoken sind ihr. Am alten Fischer gehen sie ein Huhn stehlen. Einen wehrlosen alten Mann berauben. Und dann sind sie noch stolz drauf. Feigling sind ihr. Du, los. Wenn wir Hunger haben, dann nehmen wir, was wir verwünschen. Dann frage ich mich nicht noch lange, ob der Mann arm oder reich ist. Der Vater Gorian ist ein Freund von mir. Das Messer hat er mir geschenkt. Und ihr wollt tapfere Helden sein und was sonst noch? Eine Gemeinheit ist das. Hey, komm jetzt. So schlimm ist das auch wieder nicht. Der Alte hat noch 5 andere Hühner in seinem Stall. Eins mehr oder weniger. 5? Hier sind ja schon die allerletzten Feiglinge. Ja, warum geht ihr nicht zum reichen Karaman? Der hat doch mindestens 500. Aber dazu hat er den Mut nicht, hä? Der reiche Karaman hat halt einen Hund. Seit wann hat denn aus Kok Angst vor einem Hund gehabt? Komm, wir machen es doch ganz einfach. Der Branko soll doch mal zum reichen Karaman gehen und dort ein Huhn holen. Ja, wir sehen dann gleich, was für ein Held unser Neuling ist. Branko, was willst du eigentlich? Das fragst du noch. Ich will, dass der Nikola, der Pavle und der Turo am alten Gorian sofort das Huhn zurückbringen. Und wenn sie den Mut dazu nicht haben, dann mache ich es allein. Und nachher holt man beim Karaman ein anderes. Das geht nicht. Warum soll das nicht gehen? Weil der Turo das Hühnchen schon gerupft hat. Und weil du es kochen, wenn sie mal etwas beschlossen haben, das auch machen. Zum Beispiel jetzt das Huhn essen. Klar. Macht, was ihr wollt. Ich esse keinen Biss von dem Huhn. Ich gehe jetzt zum reichen Karaman und bringe dem Gorian 2 Hühner zurück. Und zwar sofort. Du hast recht, Branko. Für den Gorian bedeutet ein Huhn viel mehr als für den reichen Karaman. Ich helfe dir. Und wenn du beim Karaman die 2 Hühner geholt hast, dann komme ich mit zum Gorian. Ich warte beim Felsen dort unten auf dich. Einverstanden. Hey, Branko, da bin ich. Oh, hast du mich jetzt verschreckt? Ich habe dich gar nicht gesehen. Schau da. Ist gut gegangen? Ja, es war gar nicht so schwer beim Karaman. Das ganze Haus hat geschlafen, sogar der Hund. Ich hätte noch viel mehr Hühner mitnehmen. Der Karaman muss schon reich sein. Klar ist der reich. Der hat doch etwa 5 Knechte angestellt und weiss sicher nicht, wie viele Hühner es im Stall gackern. Also die zwei, die fehlen ihm auf keinen Fall. Kennst du den Gorian gut? Ja, sehr gut. Er ist ein guter Freund von meinem Vater. Er ist schon ein paar nett. Immer wenn ich den Vater Gorian auf dem Meer getroffen habe, hat er mir von seinen Fisch geschenkt. Ja, ich habe ihm manchmal beim Auf- und Abladen geholfen. Er ist der einzige Freund, den ich in den Sinn habe. Und jetzt haben wir 2 Hühner für ihn. 2 schöne, grosse. Mhm. Wir müssen ein bisschen pressieren. Sonst kommt er bald vom Fischen zurück. Ja, er darf uns auf keinen Fall da treffen. Ich bin schon eine Weile da. Ich habe nichts gehört und nichts gesehen. Das Haus ist wie ausgestorben.
Der ist sicher noch auf dem Meer raus mit seinem Boot. Ich höre auch nicht. Komm, komm mal. Sonst sitzen wir noch lange da. Ja. Siehst du, da ist der Hühnerstall. Ah ja. Es ist alles ruhig. Gehen wir rein. Klar. Los. Ah, der alte Gorian hat also wieder einmal recht gehabt. Die Halunken sind zurückgekommen. So, habt ihr nicht genug gehabt mit einem Huhn, hä? Habt ihr dem alten Gorian noch mehr wollen wegnehmen? Ausgerechnet dem alten Gorian. Aber der war schlauer und hat gewusst, dass die Halunken noch mal kommen. Er hat ganz still gewartet und euch vertwitscht, hä? So, jetzt wollen wir euch mal unter dem Licht anschauen. Ja, jetzt schau auch da. Das ist schon ein Meitli. Also, das hätte ich dann nicht gedacht. Ein Meitli. Na nun, in dem Fall nehmen wir zuerst mal den Schlingel da. Los, vorwärts! Ja, hast du doch nicht etwa gemeint, chemisch ungeschoren davon, oder? Am alten Gorian stillt man nicht ungestraft Hühner. Wir haben ja gar nicht stellen. Aha, auch das noch. Ja, du kommst mir gerade recht. Will der Frechtbengel auch noch abstreiten. Die haben wir gern, die nicht einmal dazu stehen, wenn sie einen Mist ablassen haben. Die machen einem Freude. Du, was stellst du da eigentlich vor, hä? Schau jetzt, das ist dem Gorian seine Quittung für das Huhn. So. Das langt einmal vorläufig. Jetzt kommt die junge Dame dran. Nein, bitte nicht sie. Tun sie lieber mich noch mal. Aber bitte nicht sie. Sie kann ja wirklich nichts dafür. Jetzt schau auch das an. Jetzt will der Halunk noch der Kavalier sein. Naja, das gibt's doch nicht. Komm, lass dich mal anschauen. Branko! Was, du bist ein Branko? Also, wer hätte jetzt das gedacht? Jetzt ist aus einem Branko ein richtiger Spitzbub geworden, der andere Leute bestellen kann. Ja, was ist denn auch in die Gefahr, Branko? Dabei habe ich mich gestern noch gefragt, ob ich dich nicht zu mir nehmen soll, nach allem. Jetzt ist das auch so einer. Ja, siehst du, man soll sich nie zu schnell entscheiden. Weil da hätte mir ja auf etwas Schönes eingelassen. Ich bin kein Spitzbub. Ich bin keiner. Und das Mädchen auch nicht. So, was sind denn ein anderes, hä? Wer hat denn meine Hühner gestohlen, hä? Und was suchen die zwei schon wieder mit dem Sack bei meinen Hühnern? Aber Spitzbuben wollen ihr nicht sein. Wir haben ja gar nicht Hühner stellen. Wir haben zwei Hühner gebracht. Und darum haben wir doch den Sack bei uns. Also, dumm ist er ja nicht, der Branko, hä? Ja, sättige Ausreden, die müssen einem zuerst einfallen. Also komm, zeig jetzt mal die zwei Hühner, die ihr scheinbar gebracht haben. Wer bist denn du? Das ist die rote Zora. Und ich gehöre zu ihrer Bande. So, die rote Zora. Mhm. Ja, ich habe schon ein paar Geschichten von euch gehört. So, wo sind jetzt die Hühner, hä? Ja, tatsächlich. Ja, da sind ja zwei Hühner mehr als vorig. Ja, aber Branko, warum hast du mir denn das nicht gesagt, bevor ich dich übers Knie genommen habe? Ich kann ja wählen, aber sie sind viel schneller gewesen, Vater Gorian. Ich bin ja gar nicht dazugekommen. Und wir haben das Huhn gestern ja wirklich gestohlen. Aha, also doch. Und dann hat dich schlecht gewissen geplagt, hä? Darum heute die zwei Hühner. Nein, die anderen haben das Huhn gestohlen. Als ich aber erfahren habe, dass das Huhn von ihnen ist, ja, da haben wir wählen. Die Sache wieder in Ordnung bringen. Ja, das habe ich jetzt begriffen. Ja, Zora, ist sie mitgekommen bei dieser Aktion? Ja, sie hat wählen mitgekommen. Die rote Zora. Also, was ich von dir und deiner Bande gehört habe, ist nicht viel Gutes. Ihr treibt euch ins auf den Feldern umeinander und lebt von dem, was ihr den anderen wegnehmt. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Ja, genau wie meine Geiss. Die hat auch nicht viel mehr im Kopf. Die denkt genau gleich. Sie nimmt nur, was sie braucht. Alles andere interessiert sie nicht. Aber ihr seid doch keine Geissen. Ihr seid doch junge Menschen, haben einen Kopf zum Denken und solltet endlich mal etwas Gescheites anfangen. Uns will niemand. Darum sorgen wir halt selber für uns. Ja, und du, Branko, will dich auch niemand. Als meine Mama gestorben ist, haben sie mich zur Wohnung ausgejagt. Und jetzt bin ich noch aus Kok. Was denn? Aus Kok?
Wie kommst du denn da drauf? Wir sagen uns so, die ganze Bande, weil wir so tapfer sind. Ah. Und wie viele solche Auskoken sind da denn? Fünf. Fünf? Ja, fünf, nein, das geht nicht. Also zwei hätte ich noch genommen, aber für fünf habe ich zu wenig Platz. Ja, es tut mir leid, aber das geht nicht. Wir werden da nicht kommen. Wir sind eine richtige Bande. Unabhängig und frei. Und wir wohnen auf... Ja, ich kann mir schon ungefähr vorstellen, wo ihr wohnt. He? Irgendwann in einem Stall oder einer Scheuer. Bis ihr dort auch wieder davonjagt. Übrigens, wo haben ihr eigentlich die zwei neuen Hühner her? He? Vom reichen Karaman. Ja, und der hat sie euch einfach so gegeben. Nein, wir haben sie genommen. Hast du jetzt nicht gerade voran behauptet, du seist ja kein Spitzbub? Ich bin doch selber im Stall vom Karaman gewesen. Der hat so viele Hühner, dass man sie gar nicht zählen kann. Ob du jetzt einem, der 1000 Hühner hast, einstellst oder einem, der nur 5 hat, gestohlen ist gestohlen. Nein, das stimmt nicht. Übrigens haben sie der Stadt gesagt, der Karaman sei selber ein Spitzbub. Und trotzdem haben die kein Recht, bei ihm zu stellen. Sonst hätte ja jedes Recht, bei euch auch zu stellen, denn ihr seid ja Spitzbuben. Übrigens, der Karaman, der weiss dann ganz genau, wie viele Hühner es im Stall sind, he? Ganz sicher merkt der Murm, was passiert ist und rennt zur Polizei. Ja, und die schnüffeln dann überall umeinander und kommen schliesslich auch zum alten Gorian und fragen dann... Ah, Gorian, woher hast denn du die zwei Hühner? Was soll ich denn sagen, he? Wir könnten sie doch sofort rupfen und bröteln. Ach ja, warum nicht? Das ist doch eine prima Idee. Wenn wir die Hühner gerade essen, merkt doch niemand etwas. Nicht ist. Ich meine, der alte Gorian esse gestohlene Hühner, he? Das hat er noch nie gemacht und das macht er auch jetzt nicht. Branko, jetzt steckst du es wieder in den Sack. Ja, aber das ist doch... Gibt's es? Ich will in meinem Stall keine gestohlene Hühner. Hopp, innen damit. Und dann bringst du es dort an, was angehört. Nämlich zum Karaman. Aber wie soll man denn das machen? Ja, das ist euer Problem. Ihr habt es dort geholt, jetzt bringt ihr es einfach wieder zurück. Das ist doch sicher nicht schwieriger. Also, ich muss jetzt aufs Wasser. Ihr habt mir sowieso schon mehr als 2 Stunden weggenommen. Wenn ich nicht mindestens noch 10 Kilo Fisch fange zum Verkaufen, dann habe ich die nächste Woche nichts mehr zu essen. Dürfen wir nicht mitkommen? Wir könnten doch helfen. Ich war schon mal dabei auf einem Fischerboot. Ah. Ja. Können wir rudern? Klar! Also gut. Dann lasst die Hühner am Stall, aber vergesst es dann nicht. Nein, nein. Kommt, dort unten ist mein Boot. Vater Gorian! Schau da, der Branko. Du kommst ja gerade zur rechten Zeit. Ich möchte dir und deiner Bande einen Vorschlag machen. Ein Vorschlag? Ja, ich habe mir da etwas überlegt. Aber sag mal, wieso bist denn du so außer Atem? Wir mussten rennen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber warum müssen? Wo sind die anderen Spitzbuben? Wir haben gedacht, wir wollen fragen... Sind sie da? Ja. Hinter am Felsen. Gut, dann hol sie mal da hin. Da sind's. Das ist der Bale. Und das, der Nicola. Jetzt. Aha, und da hätten wir ja wieder Zora. Sind das alle? Nein, der Duro. Der ist gerade auf der Wach. So, ist das nötig? Man weiss nie. Es ist besser so. Also hört, es ist gut, dass ihr alle da sind. Ich möchte euch einen Vorschlag machen. Aber zuerst möchte ich also wissen, was mit euch los ist und warum ihr, wenn ich sehe, im Affentempo zum alten Gorian gerannt sind. Hä? Unser Versteck ist nicht mehr sicher. Sie haben den Duro bis ganz nüchtern verfolgt und suchen jetzt die ganze Umgebung ab. Ja, was haben ihr denn wieder angestellt, dass sie euch verfolgen? Wir haben den Sohn vom Bürgermeister in den Dorfbrunnen hineingehauen. Der Sohn? Vom Bürgermeister. Ja, David, wird ja seinem Vater eine Freude haben. Ja, er hat nicht freiwillig gewählt. Er hat ihn halt den Pavle aufgelupft und reingehört. Ja, was hat er euch denn zu leid da? Sie haben einen Freund von uns abgeschlagen und seine Früchte aus dem Meerkorb gestohlen. Die Feiglinge sind das 5. von unseren Freunden los.
haben wir halt eingegriffen. Und dann wie? Die vergessen uns nicht mehr so schnell. Vor allem der Sohn vom Förster. Oh ja, der war auch dabei. Ja, aber nicht lang. Dann ist er davon gerannt und hat gemeint, mit dem sei die Sache erledigt. Das war dann aber nicht so. Das war die beste Idee, die der Duro je hat. Ja, und was dann? Ja, was ist dann passiert? Wir sind zum Försterheim und haben alle Tiere freigelassen. Die waren alle eingesperrt, in Käfig und Käfig. Ja, die haben eine Freude gehabt. Reh, Füchse, Eichhörnli, Vögel, alle sind davon in Freiheit. Ums Himmels Willen, alle diese Tiere haben dir aus dem Käfig rausgelassen. Klar, und gefreut haben sie sich. Ja. Herrgott, noch einmal ist das wieder ein Blödsinn. Das gibt doch wieder Schwierigkeiten. Also, ihr hättet dem Jahringer einen Tracht Prügel gegeben, damit passt. Wir haben keine Angst. Du Süde, um das geht's nicht. Was haben wir denn sonst noch angestellt? Der Sohn von Müller ist in ein Bötchen gegumpelt und auf den Weiher rausgerudert. Ja, er hat gemeint, wir würden ihn dort nicht verwischen. Und dann haben wir das Wasser aus dem Weiher ablaufen lassen. Wir konnten ja wirklich nicht wissen, dass so viele Fische in dem Wasser sind. Ja, geschieht dem Feigling ganz recht. Der ist selber schuld, dass alle Fische den Bach ab sind. Also ihr habt ja wirklich keine Ahnung. Ich könnte ja gar nicht vorstellen, was das für ein Blödsinn ist, was ihr da angestellt habt. Dabei habt ihr euch nicht einmal am Sohn von Müller gerecht, sondern seinem Vater einen grossen Schaden angerichtet. Und der Müller, das ist ganz sicher, der klagt euch ein und dann werdet ihr alle eingesperrt. Habt ihr jetzt begriffen, warum das mehr als dumm war? Und jetzt kommen wir zum alten Gorian, der soll euch aufnehmen. Jetzt, wo die ganze Stadt auf der Beine ist und euch sucht, ja, wie stellt ihr euch denn das vor? Ja, die ganze Geschichte lässt sich natürlich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Ah, dafür ist es zu spät. Aber ich mache euch trotzdem einen Vorschlag. Wer weiß, vielleicht kann euch das ein bisschen weiterhelfen. Also, passt mal auf. Ganz in der Nähe sind die ersten Thunfische gesichtet worden. Thunfisch? Ja, sollen wir ihnen helfen, Thunfisch fangen? Hast du das schon mal gemacht, Nicola? Ja, schon manchmal. Mein Vater war Thunfischer und da bin ich viel mitgegangen. Ja, das ist ja prima. Ja, dann hätten wir ja schon einen tüchtigen Helfer. Ja, es ist im Moment gar nicht einfach, tüchtige Helfer zu finden. Ja, warum denn? Sonst hätte es doch immer genug gehabt. Ja, weil die grossen Fanggesellschaften uns freien Fischer alle Helfer wegnehmen. Ja, das begreife ich nicht. Zahlen sie denn besser? Nein, im Gegenteil. Sie zahlen weniger, aber sie zahlen eben gerade sofort, wenn sie die Leute anstellen. Und sie zahlen immer gleich viel, auch wenn der Fang mal schlecht ist. Aber die Fangplätze, die gehören doch den Fischer. Ja, da hast du schon recht, Nicola. Aber nur solange man ein freier Fischer ist. Wenn man sich von einer Fanggesellschaft anstellen lässt, dann muss man der Gesellschaft auch den Fangplatz geben. Das heisst mit anderen Worten, man verkauft nicht nur sich, sondern auch gerade noch die Fisch damit an die Gesellschaft. Das kannst du dir ja vorstellen, was die für ein Geschäft machen. Also, mein Angebot. Ihr alle helft mir beim Thunfischfangen. Und den Gewinn teilen wir redlich untereinander teilen. Oh. Und ihr könnt zwar nicht hier bei mir wohnen, weil sie sicher auch hierher kommen, euch suchen. Aber ich weiss eine Höhle ganz in der Nähe. Ihr könnt euch dort verstecken, bis die Luft wieder rein ist. Einverstanden? Ja, also ich bin sofort dabei. Ich auch. Ich helfe gerne Vater Gorian. Was meinst du, Pavle? Du Kochen bleiben zusammen. Und wenn du und der Nicola schon mitmachen wollen, dann ist der Fall auch für mich und der Branko klar. Ja, was wollen wir denn sonst machen? Wenn wir in unserem Versteck bleiben, dann verwünschen sie uns am Schluss noch. Und ich habe noch nie richtig gefischt. Ich hätte schon ein paar Applaus dran. Der Duro macht sicher auch mit. Ist das also abgemacht? Jawohl. Du Kochen helfen ihnen. Ja, prima. Ja, dann können wir dem Karaman gerade mal zeigen, was freie Fischer fertigbringen. Warum ein reicher Karaman? Ja, das ist doch der Präsident von dieser grossen Fanggesellschaft, der die meisten Fangplätze rund um Seni aufgekauft hat. Ja, gerade vor ein paar Tagen war er da bei mir und hat mir ein Angebot gemacht. Aber Sie haben sicher nicht angenommen, oder, Vater Gorian? Ja, kannst du dir vorstellen, Nicola. Ja, er hat dann gemeint, das sei nur noch eine Frage der Zeit. Wenn ich dann nämlich niemand mehr habe, der mir dort helfen beim Fischen, dann... ja, aber jetzt habe ich ja genug Helfer gefunden. Und dann erst noch die Tüchtige. Los, ab! Kommt! Mit dem Ritz! Was ist los? Wo rennen wir hin? Hey, Zora! Der Duro hat ein Zeichen gegeben. Es kommt jemand. Wir verstecken uns schnell. Was ist jetzt das wieder Neues? Ah, doch. Sie haben recht gehabt. Da kommt doch tatsächlich jemand. Guten Tag, Begovic. Guten Tag, Vater Gorian. Wie geht's? Ja, danke schön.
Aber ich glaube kaum, dass die Polizei nur zu mir kommt, um zu fragen, wie es mir geht, oder? Nein, leider nicht nur. Sie kennen doch den Branko. Ich meine, Sie sind doch mit seinem Papa gut befreundet gewesen. Was heisst «gsi»? Er ist immer noch ein guter Freund von mir. Nur weiss man nie, wo er gerade mit seiner Gegend unterwegs ist. Eben. Und mit dem Branko ist es ähnlich. Seitdem seine Mutter gestorben ist, weiss man nicht, wo er ist. Wir hätten mit der roten Zora zusammen gesehen. So, so. Hat man. Interessant. Und der Bürgermeister sucht ihn dringendst. Auch der Karaman ist hinter ihm her und verlangt, dass er wegen Diebstahl verhaftet wird. Aus dem Gefängnis ist er auch ausgebrochen. Aber Begovic, warum erzählen Sie mir das alles? Sagen Sie mal lieber, wer sich um den Bub kümmert hat. Wer für ihn gesorgt hat. Wer ihm zu essen gegeben hat, wo seine Mutter gestorben ist. Ich weiss es nicht. Ja, eben. Wahrscheinlich niemand. Außer der roten Zora. Und überhaupt, Begovic, wieso kommen Sie zum Gorjan? Zu einem alten Fischer mit dem Problem? Wieso kümmert sich nicht die erfahrenen Stadtväter ums Wohl von dem Bub? Ich habe mir vorgestellt, es wäre doch möglich, dass er da wäre. Wir suchen unter Branko und die ganze Bande von der roten Zora. Ah, um denen endlich einmal zu helfen im Jahr. Um ihnen zeigen, wie man in dieser Stadt leben kann, ohne ausgestoßen zu werden, oder? Ich muss sie alle einsperren. Begovic, haben Sie die Kinder hier bei mir gesehen? Nein. Gut, dann müssen Sie halt noch jemand anders weitersuchen. Auf Wiedersehen, Begovic. Adieu, Vater Gorjan. So, und wie hat euch die ganze Fischerei gefallen? Schambar gut. Ich habe gar nicht gewusst, dass Fischfangen so spannend kann sein. Mir hat es auch gefallen. Schade, dass es schon vorbei ist. Ja, hast du eine Ahnung.
Wir haben zwar die Fische jetzt schon in dieser Bucht eingesperrt, aber die grosse Arbeit ist jetzt, die Fische aus dem Wasser zu nehmen und auf dem Meer zu verkaufen. Na ja, solange die noch im Wasser schwimmen, verdienen wir alle noch keinen Rappen dran. Ja, aber jetzt machen wir zuerst mal so richtig Pause. Oh ja. Die letzten drei Tage waren anstrengend. Aber schön waren sie auch. Ich habe noch nie so viele Fische beieinander gesehen. Das hat tobt und gewimmelt in dieser Bucht. Ja, wie noch nie hat das tobt. Also, ich bin ja ein Fang, ein alter Fisch. Aber so einen grossen Fang mit so grossen Fischen habe ich selber noch nie gesehen. Ja, und das hat sich natürlich schon in ganz Szene herumgeredet. Und darum feiern wir jetzt speziell den, der den ersten Fisch gesehen hat. Das bin ich gsi. Keine Spur. Der Pavle hat ja gefuset. Wenn ich ihm nicht einen Box gegeben hätte, wären alle Fischgemütchen davon geschwommen. Ja, komm, erzähl noch ein bisschen. Als du mir den Box gegeben hast, da hat man noch weit und breit keinen Fischschwanz gesehen. Du hast eben noch gefuset, sonst hätte sie schon gesehen. Also ich habe sie gesehen. Nimmt mich ja Wunder, was der Nicola gesehen hat. Hey, in dem Fall feiern wir also der Pavli und der Nicola, wo beide den Fischalarm ausgelöst haben. Ja, wer zuerst was gesehen hat, das ist ja jetzt nicht so wichtig. Also, bravo! Bravo! Vater Gorian, was passiert jetzt denn eigentlich? Ja, wie gesagt, jetzt kommt der zweite Teil. Eure Aufgabe ist es, Fisch aus dem Wasser zu nehmen und zum Verkaufen parat machen. Ja, ich zeige euch dann, wie man das am besten macht. Ich möchte aber auch gerne auf dem Meer kommen Fisch verkaufen. Bist du verrückt, Uro? Das kommt gar nicht in Frage. Hey, wenn die dich dann sehen, dann wissen sie doch, dass wir da sind. Und was dann passiert, kannst du dir ja vorstellen. Ja, Zora hat recht. Dann kommt der Vater Gorian nämlich Schwierigkeiten über. Und wir müssen erst noch von da weg. Vorläufig lassen wir alles, wie es ist. Ihr wohnt in der Höhle und helft mir mit dem Fisch. Ich will dann in der Stadt schauen, was ich machen lasse für euch. Oh, schau, da kommt jemand. Los, schnell, haut mir ab! Sonst fahrt! Nötig, alle bleiben sitzen. Ah, das ist der Karaman. Der kommt sicher weg, der Fisch. Ich will aber nicht ins Gefängnis, Vater Gorian. Ruhe jetzt! Hey, überlöhnt doch das mir! Zora, hol zwei Gläser Wein. Guten Tag, Herr Karaman. Trinken Sie auch ein Glas Wein mit uns. Wir feiern gerade unseren prächtigen Fang. Guten Tag, Herr Gorian. Ich kann schnell wieder einen Besuch machen und dann wieder ein bisschen Fisch kaufen. Aber jetzt sehe ich da plötzlich ein paar ganz besondere Fische. Herr Karaman, ich nehme nicht an, Sie sind hierher gekommen, um meine Gäste und mich zu beleidigen. Das ist doch die rote Zora. Und da sitzt ja der, der den Fisch gestohlen hat auf dem Meer. Branko heisst er. Und sein Vater ist ein guter Freund von mir. So, so. Das sind also Ihre Gäste. Richtig. Was wollen Sie von mir? Herr Gorian, ich weiss, dass Sie gegen unsere Fanggesellschaft sind. Obwohl wir damit allen Fischern eine sichere Existenz geben. Eine feste Arbeit und einen guten Lohn. Herr Karaman, haben Sie schon mal eine Gesellschaft gesehen, die ohne Profit schafft? Und was geschieht mit dem Profit von Ihrer Gesellschaft? Sie kaufen neue Fangplätze. Weil Sie dann für die neuen Fangplätze immer mehr Helfer brauchen, haben die freien Fischer keine Helfer mehr und können also den eigenen Fangplatz nicht mehr ausnutzen. Was bleibt denn diesen armen Leuten übrig, als, ja, um nicht zu verhungern, den eigenen Fangplatz und sich selber an ihre Fanggesellschaft zu verkaufen? Ja, und das geht so weiter und weiter, bis ihre Gesellschaft alle Fangplätze hat und es keine freien Fische mehr gibt. Oder stimmt es etwa nicht? Ich bin da natürlich gar nicht Ihrer Meinung, Herr Gorian. Sie sehen das, wie soll ich sagen, ein bisschen zu einfach. Aber ich bin ja auch nicht hergekommen, um mit Ihnen zu diskutieren. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Ich habe von Ihrem Fang gehört. Grossartig. Gratuliere. Ihr Fangplatz ist natürlich sehr viel wert. Verstehen Sie? Ich biete Ihnen einen absoluten Spitzenpreis für den Fangplatz. Und möchte Sie erst noch als Leiter von einer ganzen Fangequipe in unserer Gesellschaft beschäftigen. So ein Angebot hat bis jetzt noch niemand bekommen. Aha. Und darauf soll ich jetzt auch noch stolz sein. Schauen Sie, Herr Gorian, früher oder später drängt sich auch bei Ihnen der Verkauf von dem Fangplatz auf. Das sehen Sie doch selber. Es hat doch keinen Sinn, sich einfach gegen eine Entwicklung zu sträuben, die man nicht aufhalten kann. Ich muss auch sagen, dass das mein letzter Angebot ist. Später verhandeln wir dann auf einer ganz anderen Grundlage. Mein Grossvater war ein freier Fischer. Mein Vater war ein freier Fischer. Da wird doch der alte Gorian nicht plötzlich noch Angestellter von einer Gesellschaft. Nein, nein, Herr Karaman. Kommt gar nicht in Frage. So, und jetzt tun Sie uns entschuldigen. Denn als freie Fischer haben wir noch viel zu tun. Vor allem, wenn Sie, Herr Karaman,
Uns probieren alle Helfer wegzuschnappen. Das tut mir leid, Herr Gorian, aber wir brauchen wirklich alle. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Jetzt ist die schöne Zeit vorbei. Ja, wie kommst du denn da drauf, Branko? Jetzt schaffen wir doch einfach alle wie vom Aufbissen. Nicola, überleg doch ein bisschen. Der Karaman geht doch sicher gerade jetzt direkt zur Polizei. Und ihr kommt doch genauso direkt an. In einer Stunde spätestens ist doch der Begovic da. Ja, ich glaube, es ist besser, wir hauen es gerade jetzt. Ja, wo wollen wir denn hin? Wir gehen zurück in unser Versteck auf die Burg. Ich habe euch doch gesagt, dass die Burg streng bewacht wird. Den könnt ihr auf keinen Fall hin. Doch, doch. Keine Angst. Ich habe mir da etwas ausgedacht. Das Einzige, was uns noch fehlt, Patagorian, sind etwa 5 Kürbis und ein paar Tücher. Und etwa 5 lange Stecken. Ja, nimmt mich ja schon Wunder, was das wieder soll geben. Sora, komm, erzähl, was hast du wieder vor? Du, mach's nicht spannend, um was geht's? Nichts ist. Ich erzähl's, wenn wir bei der Burg sind. Ich sag nur so viel. Es gibt einen riesen Spass. Also, Stecken hat's einen Haufen im Stall hinten. Tücher auch. Ja, einen Kürbis findet ihr dort oben auf selben Feld. Ich weiss, wem sie gehören. Ich sag's ihm dann. Prima. Kommen wir, gehen. Adi, Vater Gorian. Wiederschauen. Adi zusammen. Und macht's gut. Das hätte ich also von Ihnen wirklich nie gedacht. Wie wollen denn Sie als Polizist für Ruhe und Ordnung sorgen, wenn Sie Angst vor Gespenstern haben? Herr Bürgermeister, ich habe mir als Polizist wirklich noch nie etwas Schulden geholt, wirklich nicht. Und ich habe von nichts Angst, auch Kako, was will, der Begovic ist immer dabei. Aber was gestern da passiert ist... Ja, Sie müssen wahrscheinlich wieder mal ein bisschen Ferien nehmen. Sind Sie ein überspannt, hä? Stellen Sie sich doch mal vor, ein Polizist, der Gespenster sieht. Das dürfen wir doch einfach nicht einmal laut sagen. Also, sind wir jetzt da? Ja, gerade. Sehen Sie die Mauer davor? Dort ist zum Beispiel gestern eins auftaucht. Schrecklich. Und dann dort. Und dort. Und überall. Es war grauenvoll. Was liegt denn dort am Boden? Das ist doch eine Polizeimütze. Das ist aber nicht etwa Ihre Mütze, Begovic. Doch, Herr Bürgermeister. Es war so schrecklich. Ich habe gar keine Zeit mehr gehabt, um alles mitzunehmen. Sie sind mir ein rechter Polizist. Sie lässt doch einfach seine Dienstmütze liegen. Und da? Was ist denn das für eine Flasche da hinten? Los, gänz mir mal die Flasche. Begovic, Sie sind doch gestern nicht etwa besoffen gewesen. Nein, nein, Herr Bürgermeister, ich bin nüchtern gewesen wie ein neugeborenes Kind. So, so. Also sehen Sie jetzt irgendwann mal wieder ein Gespenst. Nein, Herr Bürgermeister, noch nicht. Was ist denn das für ein Schuh da? Ich weiß auch nicht, Herr Bürgermeister. Der ist wahrscheinlich hier liegen geblieben, wo ich mich zurückziehen musste. Aber den Kopf haben Sie nicht liegen, oder? Nein, Herr Bürgermeister. Ja, den haben Sie wahrscheinlich gar nicht einmal mitgenommen, glaube ich. Also, wo sind jetzt die Gespenster, Begovic? Es ist halt noch nicht ganz 12, Herr Bürgermeister. Gespenster kommen immer erst um Mitternacht. Doch, Begovic, nach meiner Uhr ist es jetzt genau 12. Was ist, Begovic? Ist Ihnen nicht gut? Was schauen Sie denn so komisch? Dort, Herr Bürgermeister. Ich habe Sie gewarnt. Dort ist es wieder. Wo? Wo denn? Dort, schrecklich. Dort noch eins. Aha, jetzt sehe ich es auch. Jetzt wollen wir gerade mal schauen, was da los ist, Begovic. Sehen Sie, so macht man das mit Gespenster. Wer schießt denn da in unserer Burg um? Dort, Herr Bürgermeister. Noch eins. Ich kann nicht mehr. Keine Panik, Begovic. Ganz ruhig bleiben. Das ist doch komisch. Ich habe doch ganz sicher getroffen. Was ist denn das? Oh, wer will unseren verdienten Frieden stören, wer? Noch eins, Jordane, noch eins. Ich kann nicht mehr. Es ist schrecklich. Da bleiben, Begovic. Kommen Sie sofort zurück. Wir fallen Ihnen. Begovic! Wer schießt denn in unserer friedlichen Burg um den Land? Welcher Sterbliche traut sich in der Geisterstunde in unsere Burg zu kommen, hä? Aber ich habe doch getroffen. Was ist denn das? Jetzt ist das Magazin noch leer.
Was ist denn das für ein Lärm? Was will denn der Sterblich da ohne? Will er vielleicht euch schrecken? Ich kann gar nicht wählen. Ich kann nicht wählen. Ich bin nur ein unschuldiger Sterblicher. Ich kann noch nicht wählen stören. Glaubt mir doch. Aber es ist doch meine Pflicht. Es ist meine Pflicht. Das heisst, ich seh doch. Ist mir wohl auf dieser Burg. Wir sind wieder ganz unter uns. Von lauter Spucken spuckt es mir langsam auch. Wenn du mich noch so verschreckst, dann reiss ich dir den Kürbis an. Übrigens, hast du auch ein paar Löcher drin, Zora? Ja, genau. Der Bürgermeister hat gar nicht so schlechte Ziele. Schau da, ich habe drei richtige Löcher in meinem Kürbis. Oh, ich auch. Ja, der hat ja auch wie wild um sich geschossen. Zum Glück konnte er nur unsere Kürbis auf der höheren Stange treffen. Ich habe meinen Kopf schön hinter der Mauer versteckt und nicht angefangen zu schiessen. Es ist alles gut gegangen, das ist die Hauptsache. Ich glaube, wir haben es geschafft. Auf dieser Burg ist für lange Zeit wieder Ruhe und Frieden. Ich weiss nicht. Ich bin erst sicher, wenn ganz eine von diesen zwei Nächten tritt. Also wenn der Bürgermeister selber davon ist, dann getraut sich sicher niemand anders mehr zur Nacht auf Burg. Ja, ich glaube so. Ich würde also auch noch vorsichtig sein, man weiss ja nie. Plötzlich glaubt es einem doch nicht ganz, da sind wir blöd dran. Also gut, wir machen es so. Wir gehen jetzt pfusen, stellen aber einen Wachposten an, der uns im Fall könnte warnen könnte. Mhm. Wenn noch mal jemand kommt, dann gespenstelt man halt wieder. Wir haben ja jetzt hier. Ja. Wer übernimmt die erste Wache? Ich mach's. Ich kann jetzt sowieso noch nicht pfusen. Gut, gehen wir. Passt ihn auf, Branko. Ich habe gehört, er sei da um ein Gespenster. So einfach ist das. Hätte ich nie gedacht. Ich habe immer gemeint, der Bürgermeister sei ein richtig gescheiter Mann. Hallo, ist da jemand? Bleib da und dreh dich nicht um. Wer ist da? Wer bist du? Wer bist du? Und was suchst du da? Es ist verboten, auf Burg zu gehen. Ich bin Zlata und ich suche... Nicht umdrehen! Schön gerade ausschauen. Ich suche jemanden von der Bande von der Roten Zora. Aha. Und warum? Ich muss mit jemandem reden können. Ich muss einfach. Gut, aber warum? Weil ich die Tochter vom Bürgermeister bin. Was? Dein Vater ist der Bürgermeister von Sinni? Ja, das ist halt einmal so. Ich habe ja nichts dafür. Ich habe euch immer bewundert. Ich hätte schon ein paar gerne bei euch mitgemacht. Ein Bürgermeister seine Tochter. Ich weiss, jetzt lachst du mich aus, aber es stimmt. Ich weiss ja, dass ihr keine Diebe sind und was auch immer, aber... Was aber? Weisst, mein Vater ist käsebleich und komplett verstört heimgekommen. Er hat nur noch so unverständliches Zeug gestammelt von Gespenstern und so. Da habe ich gedacht, das könnte nur ihr gewesen sein. Ich finde das schon ein paar gemein. Warum gemein? Sind ihr also die Gespenster gewesen, die meinem Vater so einen Schrecken eingejagt haben? Warum fragst du das, wenn du es schon weisst? Du weisst ja, wo unser Versteck ist, wo wir sie jetzt in Ruhe können leben. Wo uns niemand gestört hat und wir niemand gestört haben. Was heisst denn schon gemein? Warum sollten wir jetzt auch noch von da vertrieben werden? Wo man wirklich niemandem etwas leid tun. Ich finde etwas anderes gemein. Es ist ganz verzwickt. Ich begreife euch ja wirklich gut. Aber schau, die Stimmung bei den Leuten ist gegen euch. Die begreifen euch nicht. Und man kann die Leute nicht so schnell umstimmen. Ich weiss. Aber ich begreife auch nicht, warum sie gegen uns sind. Ich habe niemandem etwas leid da. Wo meine Mama noch gelebt hat, sind alle nicht zu mir gewesen. Branko, ich verspreche dir etwas, wenn du mir auch etwas versprichst. Ich komme nicht raus, aber erzähl. Ich gehe jetzt heim und mache alles, was ich überhaupt machen kann, um meinem Vater umzustimmen. Ich probiere alles, das verspricht er, um zu erreichen, dass er aufhört, euch zu verfolgen und einzusperren. Glaubst du mir das? Ja. Und was muss ich machen? Nicht nur du, sondern die ganze Bande. Ihr dürft nie jemandem erzählen, was heute Abend da passiert ist. Dass ihr die Gespenster gewesen seid. Nie. Warum nicht? Begreifst du denn nicht? Ich habe meinen Vater gern, ganz fest. Wenn die Leute von Seni erfahren, dass die Rote Zora und ihre Bande den Bürgermeister haben können verschrecken und verjagen, dann lachen alle meinem Vater aus. Genau das will ich nicht. Begreifst du jetzt? Ja, das begreife ich. Ich würde auf jeden losgehen, der meinem Vater auslachen würde. Ich glaube, das geht jedem von uns so. Also, machen wir das ab. Auf Ehrenwort. Gut, einverstanden. Übrigens, da ist noch die Pistole von deinem Vater. Er hat sie verschreckt liegen lassen. Gib ihm die Pistole zurück. Er weiss sicher noch, wo er sie verloren hat. Ich bin so froh, dass du einverstanden bist. Und glaub mir, es kann kommen, was will. Auf mich könnt ihr euch in dieser Sache verlassen. Ich muss jetzt heim, so suchen sie mich noch. Ciao, Branko. Mach's gut.
Auf Wiedersehen. Zlatan. Guten Tag, Vater Gorian. Wir leben noch. Was ist Vater Gorian? Sie machen da so... Ja, so ein Gesicht. Ist etwas passiert? Vater Gorian, was macht denn der Riesenfisch da? Und die Kiste nebenan? Ich habe in der Stadt schaurige Geschichten gehört. Auf der Burg haben es plötzlich wieder schreckliche Gespenster. Haben Sie Erfolg gehabt? Ja. Was war denn der Plausch? Ich habe den Begovic noch nie so schnell gesehen. Nicht einmal, wenn er uns verfolgt hat. Und das alles nur wegen ein paar simplen Kürbis. Wie ist es denn gegangen in der Stadt, Vater Gorian? Haben Sie viel Fisch können verkaufen? Ja und nein. Verkauft habe ich alle. Aber nicht auf dem Markt. Ich komme nicht raus. Irgendetwas ist doch passiert, Vater Gorian, oder? Ja, es ist viel passiert in den letzten 3 Tagen. Sehr viel. Angefangen hat es damit, dass ich meine Fische auf dem Markt nicht verkaufen durfte. Ja, wieso? Auf dem Markt darf doch jeder alles verkaufen. Ja, da hast du schon recht, Nicola. Das war seit Generationen immer so. Aber neuerdings darf man Fisch nur noch mit einer Erlaubnis verkaufen. Wer hat denn die Erlaubnis eingeführt? Ja, der Stadtrat. Ja, der kommt aber erst wieder zusammen in 3 Wochen. Und wenn ich erst in 3 Wochen meine Erlaubnis bekomme, dann sind meine Fische schon längstens tot. Das ist doch eine Gemeinheit. Das dürfte doch nicht wahr sein. Ja, der Stadtrat hat die Erlaubnis beschlossen. Und in dem Stadtrat sitzt natürlich der Karaman als Präsident der Fanggesellschaft und der Bürgermeister, der die Gesellschaft unterstützt, damit sie eine reiche Stadt wird. Dann noch der Müller, der mit beiden dick befreundet ist. Auf der anderen Seite da sind dann nur noch der Arzt und der Pfarrer, die dagegen stimmen könnten. Aber was passiert denn jetzt mit unseren Fisch? Alle Leute wissen ja schon, dass sie einen tollen Fang haben. Ja, das war ja noch mein Glück gewesen. Wenn der Fang nicht so gut gewesen wäre, also ich weiss es nicht. Hört, es ist einfach. Ich habe den ganzen Fang einem Karaman für einen guten Preis verkauft. Zum Glück hat die Gesellschaft bis jetzt noch zu wenig gefangen. Und er hat die Fisch wirklich gebraucht. Alle schon verkauft? Ja, dann ist nichts mit... Dann haben wir ja gar nichts mehr zu tun. Nein, Nicola. Der Karaman lässt sie von seinen Angestellten holen. Und wir haben nichts mehr zu tun damit. Oh, schade. Ich habe mich schon so gefreut drauf. Komm, Duro. Wichtig ist doch, dass der Vater Gorian den Fisch hat verkaufen konnte. Aber Vater Gorian, was ist denn jetzt mit dem Riesenfisch und dieser Kiste da? Ja, das ist auch noch so eine Sache. Sie wollen in Seni heute ein Fest zu Ehren vom Bürgermeister machen.
Und an dem Fest soll als Höhepunkt dem Bürgermeister der Riesenfisch feierlich geschenkt werden. So mit Stadtmusik und einem Umzug, ja, und so Zeugs. Warum das alles für den Bürgermeister? Ich kann das eben von verschiedenen Seiten anschauen, Pavle. Für die einen ist der Bürgermeister eben gut, weil er die Fanggesellschaft unterstützt und damit Seni zu einer reichen Stadt machen will. Und für die anderen, ja, das sind wir freie Fischer. Für uns ist er, ja, du siehst es ja selber, wie wir da in die Not kommen. Warum schenken Sie denn ausgerechnet den Fisch aus Ihrem Fang, Vater Gorian? Ja, der Fisch gehört jetzt halt dem Karaman und der kann machen, was er will damit. Und es ist der grösste, der seit langem da gefangen worden ist. Also, wir freie Fischer, ich würde dem Bürgermeister natürlich lieber einen toten Hund schenken, wenn schon. Ein toter Hund? Warum gerade einen toten Hund? Ja, das hat man früher so gemacht, wenn man einem Bürgermeister hat wollen zeigen, dass er abtreten sollte. Aber hört, ich muss jetzt in die Stadt. Ich könnte doch anfangen, den Fisch in die Kiste verpacken und mit einem Seil zubinden. Sie kommen etwa in einer Stunde und ihn holen. Ja, bis dann schaffen wir doch das sicher, oder? Das ist kein Problem, Vater Gorian. Das können Sie gut uns überlassen. Das haben wir schnell gemacht. Ich finde das gar nicht lustig. Für den Bürgermeister. Ja, ich weiss, ich finde sie auch nicht lustig. Also, ciao zusammen. Wir sehen uns später, wenn ich zurück bin aus der Stadt. Adi, Vater Gorian. Macht's gut. So, und jetzt los an die Arbeit. Das gibt etwas. Was hast du eigentlich, Zora? Bist du nicht ganz gescheit? Du meinst doch nicht im Ernst, wir dürfen dem Bürgermeister den Fisch verpacken. Franco, du kommst nicht raus. Aber ich, das ist eine gute Idee. Hau, oh, das gibt es fest. Hofrat, Herr Bürgermeister, liebe Einwohner von Seni. Das ist ein grosser, historischer Moment, den wir jetzt gemeinsam erleben. Ein unvergesslicher, feierlicher Akt, der in die Geschichte von dieser stolzen Stadt eingeht. Wir alle wissen, wie sich unser Bürgermeister jeden Tag voll zum Wohl von unserer Stadt und allen Einwohnern einsetzt. Und darum ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns alle für den geschätzten Einsatz beim Herrn Bürgermeister möchten bedanken. Wir wollen das in aller Feierlichkeit tun, um dem hochverehrten Herrn Bürgermeister zu zeigen, wie gross und herzlich unser Dank ist und wie sehr wir seinen Einsatz zugunsten von uns allen schätzen. Ich bitte die Musik um den Tusch und übergebe damit dem Herrn Bürgermeister das Geschenk von der Stadt Seni, das in dieser Kiste verpackt ist. Das ist ein toter Hund! Das ist eine Gemeinheit! Das ist doch Küche! Wer hat den Toten in die Kiste getan? Das ist ein Schande für die ganze Stadt, was da passiert! Begowitz! Begowitz! Sofort eine dringende Stadtratssitzung! Holen Sie die Leute und sorgen Sie dafür, dass auch der Gorian dabei ist! Ist das klar? Ja, Herr Bürgermeister! Sofort die Stadtratssitzung! Das ist doch eine Gemeinheit, was da passiert ist! Bitte. Ah, da sind Sie endlich, Gorian. Wir haben nur noch auf Sie gewartet. Sitzen Sie ab. Grüße, Trant. Meine Herren, wir sind hier zusammengekommen, um eine Sache zu regeln, die die ganze Stadt angeht. Ich wollte es kurz machen, denn Sie kennen ja alle die Geschichte, dem Geschenk, das mir die Fanggesellschaft hat übergeben. Der Rot ist der Meinung, dass die kriminelle Tat, das heisst die Sache mit dem toten Hund, strengstens bestraft werden muss. Und ich werde nicht eher Ruhe geben, als bis die Täter nicht alle hinter Schloss und Riegel sitzen. Wir wissen, wer die Täter sind und wir wissen auch, wo sie sich aufhalten. Wir haben darum Sie, Gorian, eingeladen. Sind Sie bereit, uns die Bande, die als einzig für die Schande in Frage kommt, sofort auszuliefern? Wenn nicht, so sehen wir uns leider gezwungen, auch Ihnen den Prozess zu machen, Gorian. Ja, Sie haben recht, Herr Bürgermeister, wenn Sie mir den Prozess machen. Dann an dieser Geschichte mit dem toten Hund, da bin ich wirklich schuld. Können Sie das ein bisschen näher erklären, Vater Gorian? Ja, gern, Herr Pfarrer.
Ja, der Kampf zwischen den freien Fischern und der Fanggesellschaft, den kennen sie alle. Und sie wissen auch, dass ich als einer der Letzten meinen Fang musste verkaufen. Wenn ich aber dann gehört habe, dass man dem, wo der Fanggesellschaft gegen die freien Fischer überall geholfen hat, noch einen Fisch aus meinem Fang will schenken, zum Dank, da bin ich verrückt worden und habe gesagt, dem Bürgermeister sollte man gescheiter einen toten Hund schenken. Wenn sie also das, was die Kinder als Streich gemacht haben, für ein grosses Verbrechen halten, dann müssen sie mich bestrafen und nicht die Kinder. Ich betone, Kind, nicht Bandi. Wie kommen Sie dazu, von Unschuldigen zu reden? Ich sehe nur Schuldige. Ganz recht, Herr Bürgermeister. Sie sehen richtig, wenn Sie Schuldige sehen. Nur sind die Schuldigen nicht Kind, sondern wir alle da an dem Tisch. Ja. Jawohl, wir alle. Mich interessiert nämlich nicht die Tatsache, dass Kinder stellen, sondern warum sie stellen. Und auf diese Frage kann ich Ihnen eine Antwort geben, weil ich die Kinder gut kenne. Ja, nehmen wir zum Beispiel den Branko. Ja, Sie alle kennen seinen Vater bestens. Viele nennen sich sogar Freund von Branko, seinem Vater, weil er der beste Giger ist, weit und breit. Wenn er in Senni ist, dann wird er gefeiert und bejubelt. Ja, unser Bürgermeister hat sich sogar mit ihm fotografieren lassen. Wo sind dann alle die Freunde gewesen, wo an Branko seine Mutter gestorben ist? Wer von der ganzen Stadt hat sich um den Branko gekümmert, wo er ganz allein da gestanden ist? Es ist eine Schande für die ganze Stadt, dass kein einziger von diesen sogenannten Freunden auch nur geschaut hat, dass der Bub etwas zu essen hat. Man hat ihn fortgejagt und sogar gesagt, ja, geh stellen, wenn du Hunger hast. Was ist denn dem Bub anders übrig geblieben? Der Branko ist ja fast gestorben. So hat er sich geschämt, als er den ersten Fisch auf dem Meer vom Boden aufgelesen hat. Zora hat mir ein Huhn, das sie bei mir gestohlen hat, wieder zurückgebracht, weil sie das Gewissen plagt hat. Ja, meinen Sie denn, diesen Kind hat es Freude gemacht, dass sie nur von gestohlenen Sachen können leben können? Nein, nein, meine Herren, wenn es Schuldige gibt, dann sind wir die. Wir, die uns nie um die Kinder gekümmert haben. Dankeschön, Herr Gorian. Sie reden mir ganz aus dem Herz. So, sind wir jetzt schon so weit, dass Spitzbuben als arme Waisenkind angestellt werden? Für mich ist ein Verbrecher. Ein Dieb und ein ehrlicher Mensch, ein rechter Bürger. Von welchem Diebstahl reden Sie denn, Herr Karaman? Die ganze Stadt weiss doch, dass die Bande am Förster alle Tiere gestohlen hat. Also, soviel ich weiss, haben sie die Tiere nicht am Förster, sondern seinem Sohn gestohlen. Und auch nicht gestohlen, sondern einfach freigelassen. Und wenn Sie den Förstersohn fragen, dann kann Ihnen der genau sagen, warum. Weil Sie mit einem dummen Bauernbuben wirklich lächerlichen kleinen Streich gespielt haben. Dabei hat die Bande meinen Sohn fast im Brunnen ertränkt. Wenn das nicht kriminell ist. Herr Bürgermeister, Entschuldigung, ich bin zwar Arzt und nicht Jurist, aber ich glaube, wir müssen da schon unterscheiden zwischen wirklich strafbaren Handlungen und dummen Streich, wie sie jeder Bube mal macht. In dem speziellen Fall schaue ich die Handlungen von der Bandi als dummen Streich an. Hingegen, was ihre Sohn und seine Kumpane gemacht haben, geht dann schon eher in die Richtung Beschädigung von fremdem Eigentum. Also ich muss sagen, der Herr Gorian hat mich mit seinen Ausführungen überzeugt. Wir sollten eigentlich darüber reden, wie man diesen Kindern helfen kann. Und nicht, wie man sich bestrafen kann. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wo leben wir denn eigentlich? Der Branko, Zora und die ganze Bande gehören in der Schloss und Riegel. Und zwar schnell. Und was versprechen Sie sich davon, Müller? Was soll sich dann verändert haben, wenn Sie nachher eine gewisse Zeit wieder rausgelassen werden? Nein, nein, also ich bin der gleichen Ansicht wie der Herr Gorian. Es ist höchste Zeit, dass wir uns um die Kinder kümmern. Na, haben Sie vergessen, dass wir die Spitzbuben den Fischweiher aufgemacht haben und alle meine Fischbach ab sind? Sind wir da dran auch noch geschuld? Ja, das ist, ich gib's ja zu, wirklich eine schlimme Sache. Aber Sie wissen alle, dass die Kinder nicht ihre Fische haben wollen ablassen, sondern ihren Sohn fangen. Und wenn Sie gewusst hätten, wie viel Geld ins Meer schwimmt, dann hätten sie sicher die Schleuser nicht aufgemacht. Was nützt mir das, ob sie, wenn sie und so weiter? 2500 Dinar sind Bach ab. Und ich will gerne wissen, wer mir den Schaden ersetzt. Die Kinder. Und dafür bürge ich mit meinem Kopf. Ja, das ist der beste Witz, den ich seit langem gehört habe. Herr Müller, morgen haben Sie Ihr Geld. Aber Herr Gorian, wo wollen die Spitzbuben denn das Geld hernehmen?
Das Geld, das haben sie, das ist gar kein Problem. Mit mir nur Wunder, wo sie das wieder gestohlen haben. Sie haben das Geld bei mir verdient. Bei Ihnen, Herr Gorian? Wie kommt denn das? Ganz einfach, Herr Bürgermeister. Weil die Pfanggesellschaft ja praktisch alle Helfer bei sich engagiert hat, haben mir die Kinder beim Thunfischfangen geholfen. Ja, sie haben tüchtig geschafft und sind darum, wie es bei allen ehrlichen Adria Fischer Tradition ist, am Erlös vom Fang beteiligt. Ich darf doch annehmen, Müller, dass Sie mit dieser Regelung einverstanden sind. Ja, natürlich, Herr Pfarrer. Herr Bürgermeister, Sie sollten schnell rauskommen. Nichts ist, ich habe jetzt doch keine Zeit. Es ist aber sehr dringlich. Ja, ist echt schon wieder etwas passiert. Die Herren müssen mich schnell einen Augenblick entschuldigen. Ja. Slatta, was fällt dir ein? Du kannst mich doch nicht einfach so Vater, von der Seite... Vater, es ist ganz wichtig. Du darfst Bandi von der Roten Zora nicht einsperren. Ach, das wäre doch gelacht. Wie stellst du denn das auch vor? Natürlich werden die eingesperrt, und zwar heute noch. Vater, mir zu lieb, mach's nicht. Meinst du, ich vergesse den Tothund so schnell? Nicht, ich muss zurück an die Sitzung. Es gibt aber noch eine schlimmere Geschichte als die mit dem Hund. Was? Kennst du die Pistole? Zeig mal. Das ist ja meine. Wo hast du die her? Von Branko. Du hättest sie in der Burg vergessen. In der Burg? Ja, du willst doch nicht jemanden behaupten, dass die Gespenster, die ich gesehen habe, ist das die Rote Zora gewesen? Ja, Vater. Begreifst du jetzt? Wenn die Leute erfahren, dass der Bürgermeister vor ein paar Halbwüchsigen davon gerannt ist... Ja, ich bin erledigt. Ich bin komplett erledigt. Haben das die Leute erfahren? Slatta, was soll ich machen? Siehst du, Vater, wenn du die Kinder einsperrst, dann weiss die Geschichte ganz Seni heute noch. Da kannst du sicher sein. Wenn du aber diesen Kindern hilfst, dann, das haben sie mir versprochen, dann erfahrt nie jemand eine Sterbenswürde vom Ganzen. Ciao, Vater. Mach's gut. Meine Herren, Vater Gorian, ich kann mir die ganze Sache neu überlegen. Mit dem Einsperren von dieser Bande erreichen wir doch überhaupt nichts. Was sind denn das für neue Töne? Natürlich wird die Bande... Im Gegenteil. Der Vater Gorian hat recht. Wir müssen die Spitzbuben... Ich meine die Kind. Ganz einfach Kind, Herr Bürgermeister. Dankeschön, Herr Pfarrer. Wir müssen die Kinder in unserer Stadt aufnehmen und einen Platz finden, wo sie daheim sind. Sie müssen eine vernünftige Arbeit haben und wir müssen die Streich endlich können vergessen. Das ist meine Meinung. Ist jemand dagegen? Karaman und Müller, gut. In dem Fall ist die Mehrheit dafür. Die Sache ist beschlossen. Dankeschön. Die Sitzung ist aufgegeben. So ist es also an dieser Stadtratssitzung zugegangen. Ah, ja. Ja, jetzt wissen wir alles. Du, Nicola, sag mal, wenn du ganz frei könntest wählen, was würdest du am liebsten machen? Das ist klar. Ich würde sofort auf ein Fischerboot gehen und ein richtiger Fischer werden, wie es mein Vater war. Und du, Zora? Ich weiss nicht. Es hat ja gar keinen Sinn zu überlegen. Wer will uns schon? Wir bleiben frei aus Koch und sind auf niemanden angewiesen. Machen, was uns passt. Wir finden schon eine Lösung. Ja, eure Lösung kenne ich. Ihr würdet wieder in Schüren, Burgen und anderen Verstecken umhausen. Aber ich habe eine andere Lösung für euch. Eine Lösung, wo ihr trotzdem stolz aus Koken bleibt. Auch wenn es keine Bande von der Roten Zora mehr gibt, weil sie nämlich gar nicht mehr braucht. Ich kann mir die Lösung nicht vorstellen. Wie sieht die aus? Hey, bin nach dieser Verhandlung noch ein bisschen in der Stadt geblieben und habe ein paar Freunde besucht von mir. Zum Beispiel der Beck Kukulic. Ja, er hat mir erzählt, wie er immer so viel zu tun hat und überall nach zwei jungen, starken Männern suche, die ihm helfen könnten. Ich habe ihm dann gesagt, ob er es nicht einmal mit dem Pavli und dem Dura probieren will. Ja, da hat er gesagt, es seien halt schon schwere Säcke mit Mehl, die man schleppen müsse. Und er wüsste nicht, ob die zwei stark genug wären. Ja, den Kukulic kenne ich gut. Der lupfe samt zwei Säcke Mehl noch auf und tragen du die ganze Stadt. Ja, ich auch. Hä? Ja, vielleicht nur mit einem Sack. Ja, aber so stark wie der bin ich noch lang. Eben, das hat er mir gesagt. Ja, am besten ist doch, ihr zeigt dem Kukulic das gerade mal selber. Ihr sollt morgen um 9 Uhr bei ihm sein. Ja, klar, ja, du, der wird noch staunen. Und dann habe ich noch ganz zufällig da den Serbic gesehen. Das ist der Fischer, der auf der anderen Seite wohnt. Ja, der hat das gleiche Problem wie ich. Der sucht einen tüchtigen Helfer. Ich habe ihm dann
Vom Nikola erzählst. Herbitsch, das war doch der Freund von meinem Vater. Mit dem bin ich früher viel auf dem Markt Fisch verkaufen. Was hat er gesagt? Du sollst morgen, bevor es dunkel wird, bei ihm sein. Aber ausgeschlafen, hm? Er könnte dann keinen brauchen, der mitten auf dem Meer einschlafe. Oh, ist das wahr? Darf ich dem Serbitsch wirklich helfen? Das ist dann der Plausch. Ich freue mich schon jetzt. Siehst du, Zora, das ist meine Lösung. Was meinst du? Ist die nicht besser? Was sollen dann der Branko und ich machen? Ja, fällt es euch nicht an? Ich könnte zwei tüchtige Helfer brauchen. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herz, Vater Gorian. Ja, dürfen wir wirklich da bleiben? Ja, wenn er nicht rumfuhlenzen, sondern mithelfen. Natürlich helfen wir. Ich kann das Ganze gar noch nicht so recht begreifen. Es ist alles so schnell gekommen. Naja, sicher, ich weiss. Naja, darum tun wir jetzt erst mal alle etwas essen miteinander. Wir machen dann richtigen Festpras und stoßen auf die Auskoken an. Und wenn wir einverstanden sind, dann treffen wir uns von jetzt an regelmässig hier an diesem Tisch und erzählen dann an. Das ist eine prima Idee, du. Jetzt sehen wir uns immer wieder. Ich finde die Lösung vom Vater Gorian gut. Ich auch. Was meinst du, Zora? Ich bin einverstanden. Wir können ja trotzdem aus Kochen bleiben. Ich freue mich auf den Kukulitsch. Das ist immer so gut zu uns, wenn du ein Stück Brot gegeben. Weißt du noch, Papa? Ja, klar. Gut. Ihr aus Kochen. Jetzt stoßen wir auf die neuen aus Kochen an. Prost! 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 Thank you.